So, da sind wir schon wieder. Na, Erik. Na, servus. Erik ist immer noch dabei. Erik, irgendwann nehme ich auf, wenn du nicht dabei bist. Pass mal auf. Erik, traurig. Julian, ich muss kurz Sprucewood abholen kommen, tatsächlich. Wie? Wo? Was? Hast du ja genug davon, oder? Ja, ich habe genug davon. Das George Shaw ist immer noch voll von dem... Von der ersten Baumfarm, die ich da je hatte. Das ist ein bisschen traurig. Was wollte ich im Haus? Ich glaube, ich wollte schlafen gehen, Erik. Ich glaube, ich wollte schlafen. Bist du AFK gehen, Erik? Ja, ja. Nee, weil hier gerade Mob ist. Egal, einfach AFK. Ich bin schon im Bett. Flash AFK. Einfach, ich weiß, wie das geht, Julian. Das ist doch toll. Wenn du das weißt, dann bin ich... Da bin ich froh drüber. Da bin ich doch einfach froh drüber. Ich muss da irgendwas mal im Innenbereich noch machen. Okay, ja, tatsächlich von hier unten, von der Farm, sieht es nicht so übertrieben aus, Erik. Okay, das ist ja schon mal gut. Weil da so ein kleiner Hügel ist jetzt, wo es bis zur Mauer hochgeht. Von der anderen Seite weiß ich nicht. Es ist irgendwie... Okay, wenn du ein bisschen weiter weg stehst, sieht es nicht so übertrieben aus. Ist auf hier drüben, aber da, vielleicht muss ich da einfach noch einen Baum oder so hinbauen. Oder irgendwas anderes. Julian, ja, von weiter weg sieht's nicht so übertrieben aus. Nee, wirklich, von weiter weg sieht's nicht so übertrieben aus. Das Logik mit Julian, kauf das jetzt. Was kaufen? Das Buch Logik mit Julian. Verstehst du wieder nicht, ne? Nee, bin ich heute nicht, Erik. Ach, du hast dein eigenes Buch geschrieben, Julian. Da, weißt du, so fame bist du geworden. So fame bin ich, dass ich jetzt schon ein eigenes Buch hab. Ja. Krasser Scheiß. Krass, ne? Krasser Scheiß. Hättest du gedacht, dass es da mal hingeht? Ja, nee. Digga, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Da noch nicht. Jetzt schon keinen Bock mehr, diese. Wie heißt das? Windmühle zu bauen. Windmill. Autismus kicks auf anderem Level. Bei Erik immer. Ha? Da. Na gut, aber das ist ja nicht Neues, Julian. Das sag ich ja. Bei dir immer. Oh, warum platziert er die Stufe falsch? Hallo, warum playst du denn die Blöcke dort nicht hin? Hallo? Ja, Erik, das sag ich mir auch gerade so. Warum platzierst du die Stufe falsch? So, ach, das ist eine Slap, Alter. Warum ist das eine Slap? Vielleicht, weil das Spiel es kann. Das ist, wenn man Schematikas nachbaut, Erik, das... Ach, Junge, sei jetzt still. Das ist einfach nicht dafür gedacht, dass man das als Erik macht. Ja, ich Erik, wenn du deine eigene Schematikas machen würdest, ja, da. Mach ich auch irgendwann noch. Irgendwann bin ich so krass inspiriert von dem, was ich über Google gebaut habe, dass ich was Eigenes dann baue. Ist das dir genug, Julian? Das ist okay. Das ist kein guter Deal, aber ist okay. Was für Fans ist Paurig? Ah, einfach nur normale, perfekt. Rein nochmal so. Erik, was heißt davon, dass RTL ab nächstes Jahr keine Formel 1 mehr überträgt, wenn jetzt Mick Schumacher als bestätigter Fahrer bei Haas fährt? Auch als so Nicht-Formel 1-Fan, so. Was sagt man da dazu? Ja, dass ich ja kein Fan bin, habe ich ja nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht gucke. Ja gut, stimmt. Wieder so nicht, mein Junge. You got me. Aber weißt du, was ich meine? So, das ist doch halt echt so ein bisschen so. Weil sie für Fußball das Geld ausgegeben. Ich glaube, für Fußball haben sie das Geld ausgegeben. Das ist nicht wirklich, oder? Das Budget ist auch für Fußball draufgegangen. Das ist natürlich peinlich. Für Deutschland. Das ist peinlich. Für Länderspiele. Das ist sehr peinlich. Für Länderspiele, die keiner mehr anschauen will gerade. Das ist natürlich traurig. Das ist peinlich. Es ist nicht nur traurig, Julian, es ist richtig peinlich. Ja, gut. Du musst es radikal ausdrücken, Julian. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Es ist wahrscheinlich einfach nur peinlich. Ja, was denn sonst? Also ganz ehrlich, klar, also Länderspiele schaue ich nochmal schon an, aber puh.
Na. Also. Dann gucke ich lieber sonntags NFL. Bin ich ganz ehrlich. Ist was für Wait, was ist NFL? Bin dumm. American Football. Also, NFL ja, ist gut. die Liga. Gut, ob ich mir das jetzt anstatt dessen geben würde, ist jetzt auch wieder bedenklich. Gut, das ist halt Vollkontaktsport im Vergleich zu Fußball. Bei Fußball so, ah, ich bin Rote Karte, du kleiner Hurensohn. hingefallen. Rot, rot, raus. Rote Karte raus hier. Brauchst du Uhr? Ja, ist halt echt so. Hallo, willst du die Blöcke dahin placen oder haben wir heute nicht so Lust darauf? Du musst da auch. Nee. Ach, ich habe keinen Cobblestone mehr, Münch, deswegen. Erik, Deswegen baut er nicht weiter, weil ich keinen Cobble im Inf habe. das ist natürlich belastend, wenn man kein Cobble im Inventar hat. So, ich habe Cobble schon im Inventar, Erik. Ich brauche Das den noch nicht mal. war's auch wieder komplett, Julian. Ich sag ja, belastend, wenn man keine im Inventar hat. Nee, ich habe den nur im Inventar, weil ich damit rumprobiert hatte. Eigentlich. Und hier irgendeine Kuh, die stirbt, wahrscheinlich irgendein Baum oder so. Ganz normal. Also, was halt Kühe so machen, ne, Erik? Ja, klar. Ja, ey, krass, weg hier. So, Schätzelein. Ich habe schon wieder kein Kobel, sondern Milf. Schon wieder. So schnell sind wieder zwei Stacks weg. Das ist natürlich traurig. Aber man könnte ja auch vorher einfach mal gucken, wie viel man braucht. Ja, wenn man Schematika nutzt, dann könnte man das durchaus tun. Zumindest so grob könnte man mal schauen, so. Nee, man kann sich ja eins zu eins ansehen. Ja, aber wenn du schon was verbaut hast, siehst du es, glaube ich, nicht mehr. Doch, doch. Dann siehst du sogar, wie viel von wie viel du verbaut hast schon. Echt? Ja, Ja, gut. So ja. genau habe ich nie drauf geachtet. Neueste Version von Schematica, Julian. Wie gesagt, so genau habe ich nie drauf geachtet. Jetzt brauche ich eine Menge wohl. Warte, ich gehe mal hier aus dem Block lieber raus. Boah, ich Bin ich glaube, der gleich Server stuck? timet schon wieder. Oder du? Na. Server-Side-Lag, glaube ich gerade. Nee. Okay. Aber jetzt geht's wieder. Also, vielleicht war es beides. So irgendwas Ja, kann zwischendrin. sein. Achso. Wo habe ich das jetzt hingeschmissen? Hier irgendwo. Da weg. Die nehme ich Ich mit. habe ja noch vier Stacks Wolle im Inn. Warum will ich mir eine neue holen, Digga? Das ist bei mir falsch. Das kann ich jetzt nicht beantworten. So, ja, Frage, die das ich mir im ist. Leben stelle, Julian. Hier der Rapid-Corner. Dann hier so. So. Und hier mache ich dann wieder schräg. Gerade schräg. Und da muss ich mal gucken. Okay, gut, ich habe einen Plan. Das ist doch schön, Julian. Das ist schön, ne? Aber ich time aus. Gar nee, hä? Hä? Irgendwie strange gerade. Irgendwie. Irgendwie mit Ö. So, hier habe ich das da auch platziert. Sehr gut. Ja, im Inneren muss ich mir noch was einfallen lassen, ne? Ich habe gerade einen Stack Trapdoors gemacht. Warum? Weil ich aus Versehen Shift gedrückt Oh habe. mein Gott. Ich glaube, Trapdoors. Ich hab auch mal zu viele gemacht, aber keinen Stack. So. Warum platziert er den Stufen falsch rum, Erik? Das Weil. stimmt ja mit Minecraft nicht. Was stimmt mit meinem Ping nicht? Da ist auch niemand. Nee, das weiß echt keiner.
Vielleicht muss ich echt Downloads anmachen, so. Zack. Geht wieder ohne Probleme. Ich time gerade, ne? Ja. Ja. Ah, sad life. Ich verstehe es nicht, mein Ping zum Server sind 25 MS. Das ist völlig okay. Als Zwischenschritt habe ich einfach so Ping-Spitzen, glaube ich. Wo ich dann 1000 MS habe. Das ist das Problem. Oh, es wird schon wieder dunkel. Warum wird es eigentlich die ganze Zeit dunkel, Erik? Was Minecraft ist. Stimmt. Er hat sich eigentlich das ausgedacht, Tag, Nacht, gleich langsam, ey. In einem fucking Spiel, wo man eigentlich bauen möchte. Klar, grundsätzlich ist es erstmal zu minen und Ressourcen und so zu farmen. Aber nach unserem Status gerade ist es ja eigentlich. Ich hab's gerade gewesen. Einfach nur. Ja, das war richtig super. Ja, ich bin gerade im Flug. War so kurz AFK, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Das ist also jetzt Tag, ja. Aber sei halt so schnell, Erik, das Spiel konnte es nicht verarbeiten, ja. So schnell wie du warst. Aber die gerade Maus sieht halt echt geiler aus. Also vom Durchlaufen her oben. Aber das ist schon okay. Schon okay. So. Ganz ehrlich, ich brauche Kack-Seeds, ey. Vanilla-Seeds. So unnötig. Mittlerweile zumindest. Ich könnte noch einen Dreier nach vorne. Ne, ich mache erst so eine schräge Wand. Ah, platziere doch den Block da, wo ich will. Heute ist Erik auch ruhig für seine Verhältnisse, ne? Ja, weil ich gerade echt ein bisschen angetiltet bin von mir selbst. Von dir so, ich habe jetzt eine Windmühle gebaut. So, ich hatte ja vorher die Cherrybäume, um mich drum rum zu stehen. Ja, die passen jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr, ne? So, und jetzt will ich halt um mein komplettes Haus drum rum so ein Weedfeld machen. Aber ich bin das, also ich habe solche größeren Weedfelder immer nur mit World Edit gebaut, weil da muss man nicht ständig zwischen das Farmland Wasser machen, Alter. Und hier muss man es ja machen. Ja, das musst du wohl machen. Das wird so scheiße ausschauen. Ja, das ist nicht ganz so cool. Marcel, kannst du mir bitte kurz World Edit richtig geben? Nein, wird er nicht machen. Das ist auch nicht der Sinn hinter dem Server, Erik. World Edit benutzen wir jetzt in Singleplayer und baust da was auf. Ja, darum geht's mir. Der Server ist ganz ehrlich eigentlich auch nicht dafür da, dass du nur Schematic hast, reinkopierst, sondern um die Kreativität irgendwie auszuleben. Legt meine Kreativität an, Julian. Ja, aber es ist halt nicht der Sinn eigentlich, was du da machst gerade. Also klar, ich verstehe es, wenn man... Klar, es ist jedem seins so. Also du darfst das schon machen. Aber ich würde es halt für mich persönlich, ich würde es mit meinen eigenen vorgebauten Sachen machen, ja. Ja, Julian, du kannst ja aber auch im Gegensatz zu mir bauen. Oder jetzt zum Beispiel das Schiff, wo ich da damals gemacht habe auf Railwaycraft, ne? Ganz ehrlich, da habe ich ja auch vorher, also so ein Ship World, so eine Ship World runtergeladen. Und mich halt davon inspirieren lassen, dann dadurch ein eigenes Schiff gebaut. Also ich habe eine Grundform von einem anderen komplett abgewandelt, so, ne? Ich habe dann schon so ein bisschen eine Blaupause gehabt, aber mehr halt auch nicht.
denke, das ist auch okay. Wenn man sich dann an was komplett Neues rantraut, wie so ein Schiff. Also für mich damals neu zumindest. Ich würde es auch heute nicht ohne Schematica oder. Also jetzt würde ich es wahrscheinlich mit Schematica machen. Damals habe ich es noch so gemacht, dass ich die ganze Zeit zwischen Single und Multiplayer einfach hin und her gewechselt bin. Ne? Das ist halt noch schlimmer. Ah, und ich time schon wieder aus. Was sollen die Grütze? Das war time. Ich aus. Nee. Ich glaube, der Server ist heute irgendwie nicht so konsistent, ne? Wie vorgestern und gestern. Heute ist irgendwie... Oh, ich bin drauf geblieben. Hey, er hat mich dafür gekickt. Oh, es ist insane. Ich bin drauf geblieben. Meine Connection war gut genug, dass ich drauf bleibe. Aber es ist gerade echt ein bisschen nervtötend, ne? Gut, ich nehme halt auf, bei dir geht's noch. Aber wenn man halt in der Aufnahme so 50% Erik von der Folge sind einfach ist einfach der Titlescreen so von Minecraft. Weil du die ganze Zeit austimest. Ja, wenigstens muss ich das Game dann nicht neu starten, bis er dann bei meinem Inventory Tweaks und so noch funktioniert hat. Aber ich. Du müsstest jedes Mal, wenn du timest, das Game neu starten. Boah, Alter, dann würde ich ja richtig ausrasten. Hey, ich würde einfach nach dem zweiten Mal gar nicht. Ich würde einfach spätestens am zweiten Mal spielen, aber zumachen und YouTube gucken gehen oder so. Nee, ich glaube, dreimal würde ich es probieren. Drei oder vier Mal. Also nach dem dritten Mal. Nee, das wäre mir schon zu viel. Ich glaube, nach dem dritten Mal austimen wäre es mir zu viel. Also nach dem dritten Mal austimen würde ich dann auch sagen, okay, für heute war es dann. Spiel ich halt ich bin anderes. Raus, tschüss. Ja, ich würde halt was anderes spielen gehen. Oder jetzt um die Zeit würde ich wahrscheinlich halt einfach irgendeinen Film schauen gehen oder... Ja, oder aufgehen einfach. Oder, ja, YouTube oder sonst irgendwas schauen halt. Oder also aufgehen, optional ja. Aufgehen. Aufgehen, ja. Gut. Ja, nicht Freitag, so wie ich Samstag arbeiten muss jetzt nicht unbedingt, aber... Geht ja noch, Erik, von der Uhrzeit her. Gut, bei dir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist da. Erik muss noch schlafen gehen. Eigentlich um 8, Erik. Aber nee, aber mir ist es auch irgendwie so, ich merke es, wenn ich länger, so ich wach auch jeden Morgen trotzdem, egal wie spät ich bin, so durch den Reflex, ich muss morgens 6 Uhr irgendwann aufstehen, dass ich pünktlich fertig bin, dass ich pünktlich mit meinem Dad in die Schule fahre. So, das ist halt. So, ich wach halt, selbst am Wochenende wach ich halt so 6 Uhr oder so 7 Uhr auf. So. Und ich merk's halt, wie es ist, wenn du den Tag vorher bis, keine Ahnung, 24 Uhr wach bist. So. Gut, bei mir ist es so, ich wach dann vielleicht auf um die Uhrzeit, wo ich nochmal aufstehe. Aber ich kann das einfach, dass ich mich einfach nochmal umdrehe und einfach weiter. Ja, das ist bei mir. Das kann ich halt gut. Dass ich so mein Dad mich, kann das auch. Ich drehe mich einfach um und penne dann weiter. Scheißegal. Bei mir könnte die Welt untergehen, ich würde einfach weiter schlafen. So. Draußen Vulkan ausgebrochen, Erde brennt, Meteorit eingeschlagen, keine Ahnung. Überflutung, Haus schwimmt, ja. Julian liegt noch seelenruhig und schläft. So. So, mir könnte es ja passieren. Noch irgendwo random mal Löcher in den Boden rein. Warum? Oh nein, mach keine. Oh nein, Erik, bitte nicht. Mach dann da Wasser hin. Nein, lass es doch. Nein. Dann muss ich die komplette Windmühle abreißen, sonst passt das ja gar nicht zu, Julian. Ach so, wird's bei dir. Ach so, ja, das ist okay. Ich dachte, du meinst irgendwo so random auf der Map so. Ja, wahrscheinlich random. Random Löcher in die Erde. Einfach so, weil ich kann. Nein, Erik, lass das, bitte. Warum? Das ist mein Hobby. Ach so, ja, mach das auf deiner Insel. Da kannst du es machen, so viel du willst. Wenn du von deiner Insel runtergehst, dann muss ich da mit Marcel reden. Ja? Können wir den Nuke bitte entbannen? Marcel, Eriks Insel weg. Ich möchte meine Insel nicht mehr. Können wir da bitte was machen? Ach komm, ich lasse es, das wird eh am Ende nur scheiße aussehen.
Aber so eine Jugend sprengst, ja, das würde nur scheiße aussehen. Ich da, wenn ich hier auf dem Boden Weizen machen würde, auch das würde scheiße aussehen. Ich weiß halt nicht, dein Gebiet ist irgendwie nicht mehr so thematisch, hat es kein so ein Thema mehr, ne? Doch, doch. Das, komplettes Thema, Julian. Jetzt einfach halt, wild drauf losbauen. Boah, ich bin doch fast unglücklich damit, dass ich das da nicht so gemacht habe. Ach, Julian. Ich da nur so eine Kurve gemacht habe. Wie lange nimmst du eigentlich schon auf? Ach ja, sind schon wieder 20 Minuten. Scheiße, ich muss noch durchs Bild fahren. Nee, diese Folge wird nichts mehr, Erik. Warte kurz, Julian. Warte 30 Sekunden. Nein, ich warte keine 30 Sekunden. Warte bitte 30 Sekunden. 28, 27, 26, 25, 24, 20, 19, 18, 17, 16. Junge, du zählst aber auch tolle Sekunden. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Okay, dazu kommen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Julian, guck jetzt. Das war's mit der Folge, ne? Erik hat es nicht geschafft, durchs Bild zu fahren. Bis zur nächsten Folge. Julian, guck.